Ja, wegen dem Wurmloch. Okay. Ja, gut. Colonization in progress. Construction complete. So. Damit wäre das geklärt. Und die Flotte können wir mal umbenennen. Colonization in progress. Sternbasenkapazität, das wäre doch mal was. Wodurch ihre und Bewohnerzufriedenheit. Ja. Also ihre und, das ist vor allem, das ist eigentlich unser größter Sieg. So, noch 150 Tage. Ich brauche die auch nicht voll ausgebaut. Einmal Flotte 2. Flotte 1 braucht noch ein bisschen. So, was kostet es mich, einmal alle diese Systeme zu beanspruchen? Als ob die... Die haben sich einfach noch nicht diese Welt gekrallt, ne? Dafür fehlen mir noch 55. Ja gut, das ist keine große Sache. Schiff einer Krise zerstört 80. Du darfst das hier. Construction complete. Du darfst das hier. Die haben auch einfach nur 37 Wikinger und 29 High Wikinger. Und nochmal 19 Wikinger. So, wir bekommen 2, okay. Und 50. Ja. Damit bin ich erstmal zufrieden. Ich brauche sowieso erstmal neue Schiffe. Thank you.
Construction complete. Da muss aber auch hier eine Station hin. Und auch ein Portal. Construction complete. Und wir haben keine Energie mehr. Woher kriege ich eigentlich dunkle Materie, frage ich mich. So, die gehören, sollen alle mir gehören am Ende. Vor allem Cybrex Alpha, ganz ehrlich. Forschung. Was haben wir hier alles an Armeen? Aber, Alter. 4000. Was? Okay, dann brauchen wir wohl ein paar Gensoldaten. Vielleicht auch noch direkt ein paar mehr. Weil wir werden auch mit Bombardierung arbeiten müssen, darum kommen wir nicht herum, aber... So. Krieg erklären. Und Rivalität. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Epsilon und Eridani. Diadem, Diadem, Diadem. Wo ist Diadem? Sechster Flotte folgen. Wo ist sechste Flotte? Sechste Folge folgen. Zweiter Flotte? Construction complete. Construction complete. Meine andere Frage, gibt es irgendwelche Planeten, wo es sich lohnt zu terraformieren, wo sie schon kolonisiert sind? Expansionsplaner, welche? Ja, nee, das sind die, die mir schon... Ich möchte die haben, die mir schon gehören. Ich brauche mal eine Auflistung. 17, 6, 6, 12. Elysium ist schon eine Gaia-Welt. Vulcanus wird zu einer Ecumenopolis. Sicilia eigentlich mit am meisten. Und Limes. Das läuft und sieht's ideal. Ich bin mir nicht sicher, ob Terraforming auch positive Sachen entfernt, aber eigentlich würde ich meinen, dass es das nicht tun sollte. Vor allem, wenn es sich um eine Gaia-Welt am Ende handelt, wo alles besser sein sollte. Vulcanus, ja, komm, kann zusätzliche Leistungen haben. Die brauchen immerhin noch eine Weile.
So, ich warte jetzt gerade drauf, dass die mal... Flüchtige reaktive Panzerung. Ne, die soll bitte sollen bitte weiterlaufen. Kinetikwaffen. Unterlichtgeschwindigkeit. So, was ist mit den übrigen Flotten? Zweiter Flotte, zweiter Flotte. Was habt ihr alle mit der zweiten Flotte? Wo ist die überhaupt? Die ist irgendwo hier drüben. Construction complete. Die macht sonst was. Sphere of influence expanded. So, wir lassen sie zu uns kommen. Die dritte Legion ist fast fertig. So ein Cybrex Alpha ist auf jeden Fall unser wichtigstes Ziel. Das Tolle ist, die haben zwar ihre gewaltige Flotte, aber die werden wahrscheinlich alle nacheinander eintreffen. Und ihren einzelnen Flotten sind wir überlegen. Verzweifelte Maßnahmen hält noch ein paar Jahre. Wikinger zeigen psionisches Potenzial, auch euer Ernst. Tactical Retreat. Construction complete. 21%, ja. So kann das laufen. So, und ihr kriegt den Anführer. Robust, Schwindler, Ingenieur. Technology secured. Construction complete. Wo habe ich denn noch Armeen gebaut? Hier, ne? Schon wieder keine.
So, vollständig besetzt. Ach ja, das Ende der Cybrex-Kette, ja. Ist okay. 10.000 Einigkeit ist bei uns jetzt nicht mehr so viel. Rumpfstärke Titan, das ist allerdings nützlich. Die können das einfach in einem Sprung schaffen. Ach so, das Porträt ist das gleiche, stimmt. Ich wollte schon sagen. Planetary invasion commenced. Wo willst du hin? Fünfte Flotte ist da. Fünfte Flotte ist irgendwo hier oben. Ja, ihr kriegt vielleicht auch Probleme mit den Anbindern, aber das ist okay. Ground invasion force has seized the planet. Planetary invasion. Die haben tatsächlich eine Festungswelt gebaut. Das muss Glavios gewesen sein. Das kann mir nicht erzählen, dass die normale KI das macht. Polaris System. So. 92k. Auf, da muss aber einmal diese Flotte sich bereit machen zu springen. Tactical Retreat. Auf die Gefahr hin, dass meine Flotte das jetzt nicht schafft. Andererseits sieht es gut aus. Warum? Der Titan hat sich schon längst zurückgezogen. Die haben Gigakanonen, aber eigentlich müssten die total kacke sein. Gegen meine Schiffe. So, Epsilon Eridani muss weiter verteidigt werden. Planetary invasion commenced. Ja, das wird sie ja wohl hoffentlich noch alleine schaffen.
Construction complete. So, kommt, da kommt das nächste Selbstmordkommando. Wir verstärken hier weiter. Ich glaube, ich bin froh, wenn wir Cybrex Alpha schon übernehmen können, ohne bevor die Kriegsmüdigkeit uns zwingt, einen Status Quo zu erklären. Ground Invasion Force has seized a planet. Technology secured. Moment, 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 stopp. So, gehen Soldatenarmeen. Weiter. Ich brauche mehr. Strafkolonie ausrufen. Wo man kein Befehlslimit. Construction complete. So, wir haben bald auch genug Arbeitsplätze, weil wir diverse neue Gebäude brauchen werden. Also machen wir das im Moment nicht so die Sorgen. Siebzigtausend will zum Polaris-System. So, die wird langsam wieder verstärkt. Auf einmal wollen sie wieder zur sechsten Flotte. Construction complete. So, Planetare Armeen bekommen doppelten Schaden. Nicht, dass das viel bringen würde. Es wird trotzdem ewig dauern, das alles runter zu bomben. Die Dyson-Sphäre ist fertig. Na dann. Die Mayas garantieren nicht mehr die Unabhängigkeit der Ägypter. Construction complete. Spiritualistengruppe. Anführer bestechen. Ja, komm, ich habe keine Lust, dass jetzt noch irgendwelche Spiritualisten bei mir rumhängen. Und ich hätte immer noch gerne dunkle Materie Abbau. Ich find's
echt nicht okay, dass man Ewigkeiten diese Rohstoffe da haben kann, aber man einfach nicht die Technik bekommt, um sie abzubauen. Aber dann für Zro bekomme ich auf einmal das Teil. Ich glaube, ich habe in der ganzen Galaxie noch keinen Zro gesehen. Ja komm, das schafft die Sternenbasis auch alleine. So, die sind noch eine Weile beschäftigt. Wow. Okay, das hat sie tatsächlich sogar alleine geschafft. Relative Flottenstärke. Ha, sehr schön. Ich meine, sie sammeln zwar jetzt Punkte durch die Krise, aber dafür verlieren sie dadurch auch ihre Schiffe. Sieg ist momentan nicht möglich, ja, wegen der Krise. Das heißt, das Spiel wird wahrscheinlich damit enden, dass wir die Krise beenden. Auf Elysium. Ach kommt Leute, Elysium ist schon eine Gaia-Welt. Vor allem braucht ihr auch mal Wohnungen. Einmal ein Forschungsschiff. So, haben wir noch irgendwo Festungen? Wir haben hier, aber da möchte ich nicht unbedingt welche haben. Also möchte ich nicht unbedingt Soldaten produzieren. Pass mal auf, wir können aber auch hier welche. Ja, unsere Armeen erfordern auch ganz schön viel Unterhalt, muss man mal dazu sagen. Technology secured. Die Technologie ist ebenbürtig, also sie sind uns schon mal nicht mehr ganz so überlegen. Wobei, warte, das lassen wir lieber. 4-2 immer noch. Hulks vivisected.
So, ich wollte eigentlich auch noch die ganzen Roboter, die wir hatten, mal loswerden. Kann ich aber leider nicht, ohne sie komplett zu verbieten. Handelswert des Reiches wird erhöht. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Nein, nicht verbessern. Ich möchte eigentlich nur Armeen. Hier zwei. Hier zwei. Und hier zwei.